Hey Leute, Crimex hier, was geht ab, ihr Paul Berger? Heute gibt es mal wieder ein richtig krasses GTA 5 Rampenrennen gegen Army und Russik. Leute, lasst ein Like und ein Abo da und let's go. Oh, let's go, meine Freunde. Alter, was ist das denn für so, eine Kiste? Ihr wollt jetzt also hier rasiert werden mal wieder, ne? Hab mich doch rasiert hier, seht ihr das nicht? Oh, schon alles platt hier. Bro, das ist noch nicht rasiert jetzt, genug. Welche Taste musst du drücken, damit das hinten wegfliegt? Was, man kann das wegschießen? Hä? Welche, sag mal welche. Ha. So. Hä? Nee. Aber auf H bist du gut dran. Ah, hier ist ja Ja. Bro, was ist das denn hier? Was, mit H kann man das ab... Oh mein Gott, lol. Okay, wichtig. Wichtig, das Ding weggeschossen hier. Stell dir vor, du hättest nämlich jemanden abgeschossen, der fliegt runter. Boah, das wäre crazy. Das wäre ein crazy Move. Ja, was ist das hier auf Burgerbrötchen? Ja, das ist die Burger-Map. Die Bikini-Bottom-Mega-Burger. Ey, okay, das, ich merke, das ist eine schwere Rampe. Das ist hier... Weil hier, das ändert andauernd den Verlauf. Das ist nicht so berechenbar. Ja. Gut. Ja, schön. Fahr ruhig weiter. Fahr schnell, Russik. Fahr schön schnell. Oh, warte, stimmt. Wir haben ja keinen Respawn. Wir müssen aufpassen. Ja. Max, fang mein Ding. Ich hab rausgeschossen. Siehst du? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bro. Nein. Als ob Russik das jetzt direkt runterschafft. Du kennst doch Russik. Oh mein Gott. Stimmt, wir kennen Russik. Kein Skill und viel Glück. Ihr kennt Russik Pupsik, der Beyblade kontrollierende Hase, meine Lieben. Alter, no way. Er hat's geschafft. Er hat's geschafft. Maxi! Max! Lass mich in Ruhe! Max! Oh mein Gott, oh mein Gott, Bro. Bro, aber ich sag dir, wie es ist. Ich hab's nicht vergessen. Das gibt Rache. Ich hab kurz Army ein bisschen getragen. Okay, wichtig, Leute. First Try. Aber Amir, sei ehrlich, war nicht so hart. First Try geschafft. Die Frage ist, kann man die Mitte schaffen? Kann man durch die Mitte durchfliegen? Oh, Amir. Max. Was? Du Ekelhafter! Du wirst das so bereuen, Bro. Ich glaube auch, dass ich es bereuen werde. Leute, aber jetzt gut aufgepasst, denn das ist jetzt eure allerletzte Chance für den iCrimex Adventskalender, Leute. Es sind nur noch 10% auf Lager. Der ist bald ausverkauft. Erster Link in der Videobeschreibung. Wer noch einen haben will, bei jeder Bestellung natürlich eine handsignierte Autogrammkarte mit dabei. Insgesamt 3 extra Videobotschaften. Natürlich der komplette Bausatz für die iCrimex Custom Tuning Werkstatt und die Spieleplatte. Das ist der beste Adventskalender, den wir bis jetzt hatten, Freunde. Garantierte Lieferung natürlich vor dem 1. Dezember. Jetzt abchecken, let's go. Oh, oh, heute bin ich auf Streit aus, Leute. Heute ist mir egal, ob ich gewinne. Ich bin einfach auf Stress aus, raus. Okay, hat mich nochmal rausgeschossen. Okay. Ich bin einfach auf Stress aus heute. Alter, ja, Bro, ist kein Problem. Du hast mich wegkatapultiert. Ey, du musst wieder neu fliegen, oder? Ja. Zu machen, so. Ich muss ein bisschen, ja. Ich muss nochmal neu fliegen, aber alles gut, Leute. Ja, alles gut. Also du hast mich echt gut wegkatapultiert, aber du explodierst halt selber, wenn du gegen mich fährst. Das wollte ich dir nur sagen. Amir, hast du Angst? Amir? Hast du Angst? Ich bin durchgeflogen einfach. Max, komm, oh, lass dich hier Pupsik. Also, das Ding ist, du kriegst mich sogar runter, aber du bist immer ja, es bringt eigentlich gar nichts, was ich hier gerade mache, Leute. Geht, Amir kommt halt dran. Oh, Amir. Nee, also, hab ich nicht. Nein. Oh! Hab ich nicht gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Er hat auf mich gezielt, ich bin so weggebounced. Oh, Russik. Nee, lass ihn rum. Ja, so, aber ist doch schön, Leute. Ich habe uns alles ein bisschen mehr. Ich habe uns alle ein bisschen mehr zusammengebracht. Mein Gott, mit dem Traktor da über die Burgerbrötchen. Ich habe uns doch alle mehr zusammengebracht. Nein, ich bin wieder runtergefallen. Hier, Max, mit diesem komischen Traktor über die Burgerbrötchen ist Feierabend, Jungs. Ich sag euch oh ehrlich. Mann, ey. Oh, wo ist Max? Ja, Max. Komm nur Max ran, hat mir zu viel Energie. Max hat mir zu viel Energie. Er fährt jetzt los. Ja, ich weiß, aber diesen Truck da, den kann ich nicht sabotieren. Boah, ich hab doch, doch übel. Der fliegt immer mal weg. Ah ja, hab ich eben gesehen bei dir. Ja, ich bin die ganze Zeit gefahren. Guck mal, wie er dir in den Rücken fallen will, Amir. Wow! Der Russik hier seine Spielchen macht. Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott, ey, der vorbei, Truck, Bro. Ja, das war's. Der Truck ist mein Arc-Nemesis. Mein Dark Nemesis. Dark Nemesis. Bro, das ist ein Dark Nemesis. So Beyblade ist so sehr gerade. Hilfe. Ja, Bruder, ich roll ja auch einfach nur runter. Oh mein Gott. Dieser Truck ist echt katastrophal. Dieser Truck wird kein leichter sein. Dieser Truck wird. Ich bin einfach letzter plötzlich. Machst du gerade Rentner-Taktik mit Truck? Oh, safe.
Und ich fahre den Burgerbrötchen runter. Okay, ich weiß, wie ich es machen muss. Ich weiß jetzt, wie ich es machen muss. Ich weiß es jetzt. Ich weiß, wie man muss auf Rentnertaktik gehen, das bringt nichts mit dem. Ja, Ding. Zumindest am Anfang. Ja, halt. Ist halt, ne, die Max-Taktik muss auch mal angewandt werden. Bro, also mit dem Ding, ich sage euch, das ist das Bro, bringt uns gar nichts. Ich hab voll geleckt, Digga. Ich bin einfach rausgeflogen wegen Leck. Ja, genau, wusste ich. Ja, Bro, ja, genau. Ich sag Leck. Euch, ey, genau, ist halt genau. Alles geheim ja, gerade. Ja, ja. Und plötzlich war ich unten. Boah, einfach Leck. Hat noch jemand gehackt oder so gerade noch zufällig nebenbei? Okay, vielleicht, ich weiß auch nicht. Der andere ist, wir sind einfach Hacker. Bro, ich sag mir. Ey, ich fall runter. Ja, Max macht alles richtig. Er hat alles richtig gemacht mit der Rennen. Ich hab alles richtig gemacht. Aber das Ding ist, weil der jetzt so weit vorne ist, hab ich keine Lust, Rennen-Taktik zu machen. Das ist das Ding, was man riskieren muss. Du kannst Risky Risky machen. Oder du spielst halt safe. Vielleicht kostet dich das Risky aber noch mehr Zeit. Bro, ich kann nicht safe machen. Ich bin am Beyblade wie ein Idiot. Das ist kein Auto für einen Russik. Hier muss, wenn man Geduld haben muss. Das bricht Russik immer. Wenn man, der kann nicht geduldig fahren. Er kann geduldig fahren. Hast du immer noch, oder was? Ich fahr immer noch, ich bin jetzt unten angekommen. Bro, man fährt halt so lange. Alter. Okay, ich versuch mal nur die Burgerränder zu machen und danach geh wieder Gas zugeben. Geduld. Guck mal, First Try. Ist jetzt jedes Auto First Try. Einfach der GTA-Profi. Was soll ich euch erzählen? Bist du nicht eben runtergefallen mit dem Burgerauto? Was? Bist du eben nicht bei den Burgern runtergefallen? Nee, bin ich nicht. Du bist mit dem Auto noch gar nicht runtergefallen? Nein. Ah, krass. Oh, Russik. Oh, tschüss. Ich bin weg. Und du bist nicht mal explodiert? Russik ist dann mal Digga, weg, er hat mein Arc Nemesis. Bam! Der Ekelhafte. Ey, Max, wirklich. Jetzt reicht's mir. Ich mach gleich den Stunny. Ich bin heute most hated, ich mach gleich den Stunny. Aber Russik hat überlebt, mein Angriff. Geh weg! Russik, nein, ich trag dich raus! Oh mein Gott, du Monster! Du Monster! Nein! Alter, ich bin nur noch auf Max. Ja, ja, ich war auf den Stunny. Ich mach den Stunny heute. Die Taube, Max, die Taube, Crymax. Oh mein Gott, Alter. Angriff von oben. Bro, er hat mich rausgetragen gerade. Ich hab ihn wirklich rausgetragen. Digga, wie ein Löwe. Ey, Bro, ich bin heute wirklich so im Draufgänger-Modus. Normalerweise, ich bin immer so politisch, halt mich raus, mach mal Ding. Versuch aber Ding zu machen. Heute bin ich auf. Ey, wir müssen schnell runter. Das Problem ist, er kann uns halt jetzt ohne mal hopsen mit dem Auto. Was hat er als nächstes denn? Keine Ahnung, was hat er? Ein SUV. Ja, na gut, dann kann er auch gut rausjumpen. Wenn er Rentner macht, machen wir auch Rentner und wir sind vor ihm da. Ja, aber wir dürfen keine Rennen machen, Gas weil wenn geben. Er uns überholt, dann wird er dieses Auto... Hab ich gerade Taktik gefunden, wie man das Auto sabotiert komplett. Ja. Digga. Die Taktik ist nämlich nicht reinbrettern, sondern geschmeidig raustragen. Ja, Digga, das ist echt Katastrophe. Ich hab rausgebrettert einfach. Ich wurde rausgetragen wie so ein Monkey. Monkey die Donkey. Digga, ey, man, es ist auch so schön wieder Gleichgewicht zu bekommen mit dem Auto. Bro, das Auto ist so schlimm. Wow! Nein! Oh mein Gott. Kurz vom Ende rausgefallen! Bro, dieser Truck ist echt. Lang die Hasse dich! Ey, das Ding, ich hab ja Russik eklig sabotiert. Der war ja schon fast unten, weißt du? Ich hab dich trotzdem! Digga. Russik, oh guck Gott, mal Mann. Hinter dich! Geh weg! Russik, bist du nervös? Nee, bist du ein bisschen Digga, nervös, dass da jemand hinter dir ist? Nee, ich hab's geschafft. Oh. Digga, ich schaff's wieder nicht. Nee. Puh, okay. Digga, ich hab. Ey, diesen. Russik hat's tatsächlich geschafft. Oh. Mach er. Ich lasse Samir auch in Ruhe, der hat auch noch Hass auf dich, das ist gut. Weil ich bin hier most hated. Most hated, Leute. Ich hoffe, dass jetzt es schafft, dich schön sabotiert. Es tut mir ja leid, euch das sagen zu müssen, aber ich habe ein Motorrad als nächstes. Ja, Digga. Mein Truck, der Baby, einfach, der fliegt so schön gerade, ein kurzer Baby, bumm, ich bin von komplett nach links geknallt.
keine Chance, Digga. Nee, ich glaube, ich bin raus aus der Rampe hier. Obwohl, wird vielleicht bei der Rampe, wenn man auf Burger landet, mit Motorrad fliegt man auch. Ich habe reingechoked, Blut. Ich glaube, die Motorrad ist gar nicht so einfach, ne? Also, for real. Ja, nee, ich glaube nicht. Also, ich glaube, es ist kein Problem. Ich glaube, bei Burgerblütchen falsche Landung. Mach langsamer, Armin, mach langsamer, das bringt nichts. Ja, muss echt langsam machen. Aber ich kenne das, wenn man einmal so behind ist, will man nicht mal langsam machen, weil man will aufholen. Und das ist dann halt. Ja, Ende. Ich mach langsam jetzt, das bringt nichts. Leute, Rentner-Armee wird aktiviert. So, meine Freunde, bin wieder da beim neuen YouTube-Video. Wir fahren Alter, jetzt die Rampe, oh mein Freunde. Gott, Russig ist aber gerade durchgedingst, ey. Ja, ich bin übel schnell. Nein! Ja! Du bist runtergefallen! Oh mein Gott, ich sage euch ehrlich, man fährt mit Motorrad, man muss aufpassen bei der Rampe. Jawohl! Man ist dumm! Geil. Mann, du bist dumm! Ich komme! Na ja, gut, okay. Wenn ich jetzt wie so eine kleine Fliege so. Er ist andere Seite, er fliegt, gut. Ja, ich sehe ihn gar nicht, so. Er ist an den Bürgern vorbei, er jumpt. Nein, bin zu schnell. War schwer, keine Chance. Aber vielleicht rutscht er wieder irgendwie raus. Bro, ich bin halt Real Talk wieder rausgerutscht. Ich bin dumm mit Motorrad. Bro, ich bin wirklich nur mit Motorrad, choke ich hier rein. Und Russig ist jetzt auch beim Motorrad. Ich bin auch da, Bro. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich bin da, Mann. Ich bin so dumm, ey. Mit Motorrad hab ich meine Führung verhauen. Sag mal echt, du wolltest einfach ein bisschen Geld spenden an uns. Ja, ich wollte es spannender machen. Das ist mir... Ja, egal, ich kann hier nicht mal... Oh, da, jetzt würde ich kurz dran sprechen. Man fühlt sich einsam an der Spitze. Ah, Bro... Woher weißt du das denn? Motorrad bounce man schon gut in verschiedene Richtungen. Ne, Bro, ich flieg schon wieder raus! Ey, ich sag genau, was du tust. Ist dir nicht rechts und links, sondern wir rausfliegen! Bro, es ist so dumm, aber mit Motorrad ist das jetzt das schwerste Fahrzeug für mich. Ah ja, Bro, weil wenn du falsch aufkommst, du fliegst halt... Ja, und du, das ist Ende. Ja, ich sag dir ehrlich, ich ist genau... So, das freut mich, ja, ist noch nicht schlimm, Leute, Jungs. Ah, ich hab noch so viele Autos vor mir. Bro, ich bin gestorben, weil ich zu weit im Wheelie gelandet bin. Digga, Motorrad ist echt nicht ohne. Ja, und, ja, also es ist hart. Hast du geschafft? Noch nicht. Aber es sieht gerade gar nicht mal so schlecht aus. Mhm. Ja, ich hab's. Max. Hab's. Max. Bitte. Ja, alles gut, Armin. Alles gut. Bitte. Der Arme. Bitte. Guck mal, der ist ganz gut. Ich könnte ihn so, aber nein, bitte. Alles gut. Bitte. Oder doch! Nein, was? Ich sag dir ehrlich. Ich glaube, das war der größte Herzbruch meines Lebens. Nein. Bro, ich bin noch. Ich bin genauso wie du in der Mitte durchgeflogen. Bro, das ist Motorrad, ist hart. Motorrad ist hart. Okay, wir haben es geschafft, Boys. Nice. G zu dem Double G. Ich gönn's Amir. Ich auch. Hm. Sei dir gegönnt, Amir. Ich gönn's Amir so sehr. Amir, wir können wieder Freunde sein. Du kannst auf Russik jetzt gehen. Nein, du kannst schön auf Max weitergehen. Der hat dich in diese Situation gebracht, dass du so lange da drin sitzt. Nein, man darf nicht die Fehler immer auf andere schieben. Mhm. Amir sagt gar nichts. Oh, was Amir, hast du eigentlich für ein Auto? Amir, warum sagst du nichts? Was hast Bro, du für ein Auto? Bro, ey! Er hat mich rausgeholt. Was hast du überhaupt? So ein kleines... Das ist ein Teufel. Ich hab so ein kleines Bummi-Auto. Okay, gut. Max, wie geht's dir? Ja, Bro, ich flieg wieder raus. Alles gut, aber Rostek wollte mich eh holen. Nee, ich hab ja gesehen, dass du da jetzt in die Mitte geflogen bist. Okay, nice. Leute. Ich bin wieder an Max dran. Max, hinter dir, guck mal, hinter dir. Woo! Hallo. Martin, ich komme. Okay. Hi. Na? Servus. Servus. Auch nicht leicht zu kontrollieren, das Ding hier. Das muss man bändigen. Da muss man Avatar, der Bändiger der Autos sein. Ja, das bin ich. Der Herr der Bändigungskünste. Das bin ich zum Glück, mein Lieber. Ich bin Bändiger der Avataren. Avatar, der Bändiger? Wo ist Ani eigentlich? Bin Herr der Avatare. Hinter dir. Ich flieg grad echt gut, Digga. Ich lass nicht sabotieren irgendwie. Nein! Genau am Ende! Wichtig. Nein, bitte, Bro, bitte, das bitte, bitte. So ein ja, ich hab's durchgeschafft! Mit Speedy Gonzales. Ich hab auch Speedy Gonzales geballert, Digga. Ich hätte auch komplett clean fast geschafft, aber
In der letzten Ding bin ich einfach rausgezogen. Hol Max einfach, nimm ihn mit. Hey Bro. Warum seid ihr alle so leise? Er schießt mich nach hinten. Nein! Oh, du Dreckiger, du Dreckiger. Ich hab's überlebt, ich hab's überlebt. Nein! Ich hab's überlebt. Nein, verdammt. Bist du jetzt beim Motorrad? Ja, gell? Ja, ich glaub schon. Nein, Max hat's geschafft, ne? Ja, Motorrad. Noch hab ich nichts geschafft, aber... So, du wirst ja sehen, Motorrad ist echt... Ah, ich hab's gut ein Stück nach hinten geschubst, ne? Ja. Bro, also, ich krieg das Auto gerade gar nicht hin. Ich flieg... Bro, ich fahr gegen Burgerbrötchen und ich flieg komplett across the map plötzlich. Diese so, wichtig, geschafft. Wichtig. Wichtiger Vorsprung, Leute. First try, Sabotage überlebt. Ich hätte diesen einen Try, der war so wichtig, der zu schaffen, nicht verkackt. Wichtig. Bro, diese Burgerbrötchen, Digga, hast du Angst, Amir? Nein, fast First Try geschafft. Aber ich weiß nicht, man fliegt, ohne dass man nach rechts und links geht. Ich weset jetzt, Jungs. Oh mein Gott, du hast mich sogar verdürft, ne? Ja. Alter. Ich hab dich berührt. Danke. So. Danke für die Zack, Berührung. Nächstes Auto, Leute. Kein Ding für einen King, was haben wir? Oh, meine Freunde, wir haben Sportwagen, sehr gut. Gut für die Kontrolle. Nein, jetzt bin ich rausgeflogen. Okay, ich weiß, was ihr meint, Jungs. Ich weiß, was ihr meint mit dem Motorrad. Ja. Er hat einen Sportwagen, so ein Breitbau-Ding. Ja. Mhm. Ist schön, okay. Ist ein Wagen, okay, der schön auf der Straße liegt. Ja, komm, gutes Fahrwerk hier. Sportfahrwerk hat er hier eingebaut. Aber Jungs, warum haben wir eigentlich nie Flyglitch gemacht? Ja, kann man auch machen. Ist halt schwierig, ist auch wieder schwer zu kontrollieren, ne? Wenn du ein bisschen zu weit links, rechts und so. Kannst halt schnell vorbeifliegen, ne? Hast du geschafft? Nee, bist vorbeigeflogen. Ich bin gekratzt an der Plattform! Ich hab gut gelenkt, ich weiß nicht, wie man lenkt. Ich versuch mal Flyglitch mal an, Jungs. Einmal versuch ich's auch. Ich versuch jetzt einfach Flyglitch. Leute, ich mach jetzt einfach. Versuch dein Glück, mein Lieber. Ich versuch mein Glück jetzt auch. Ich glaub, Russik kommt im Chat. Oh, Russik! Oh nein, ja? Hab mich erwischt, nein. Ja, Bro! Was ist nein, los, Maxi? Nein, wo bist du? Maxi! Max, nein, du bist Leute. Nicht gut. Nicht gut. Komme wieder. Jetzt ist wieder alles open. Okay, wo ist der Kind an mir? Ich hab's geschafft im Flyglitch. Oh, ruhig. Krass. Du kannst halt voll krass lenken im Flyglitch. Aber so, das nicht ist so einfach. Wichtig gewesen, dass ich jetzt Max einmal sabotiert habe, weil dadurch habe ich jetzt eine gute Chance, ihn wieder einzuholen. Ja, hast du halt wirklich. Vor allem mit Amir. Da jetzt seinen Job machen würde und einfach dich einmal so. Das wäre richtig geil. Bro, ich bin halt. Digga. Wie die Teamen gegen mich. Ich hol mir meine Rache einfach nur wieder. Ja, ich bin das wieder losgefallen. Alles gut, Team gegen mich. Alles gut. Ich flieg selber raus. Nein. Dieser Weg. Ihr schafft es vielleicht zusammen schafft ihr es vielleicht mit mir aufzunehmen. Nein. Oh. Es geht einfach nur um meine Rache, Max. Du hast mich so am Anfang so krass ganz wegsabotiert. Du hast einfach ein bleibendes Schäden bei mir dagelassen. Ich muss das irgendwie verarbeiten. Okay. Max! Alles gut. Macht euer Ding, Jungs. Macht euer Ding. Digga, ich bin wieder. Sagt einfach kein Ding für den King. Und schon nein, bist du wieder cool. Ich flieg raus! Digga, ich hasse diese Brötchen, die machen alles kaputt, Digga. Da muss man sein Fahrstil kurz anpassen. Du fährst so clean, dann kommst du in die Brötchen, alles ist wieder durcheinander geworfen. Du darfst kein Gas geben bei den Brötchen. Und du musst halt wirklich mittig von so einem Brötchen fahren, dann verlierst du kein Speed und so. Und keine Kontrolle. Digga, die Brötchen bewegen mich auch. So, ja, richtig, Auto geschafft. Echt, jetzt schon? Richtig. Was? Richtig und richtig. Ja, Bro, ich bin echt sehr schnell gefahren, tatsächlich. Hab nicht die Rentnertaktik gemacht. Weil das ein Auto ist, was man gut kontrollieren kann. Nein! Oh, wer ist da gerade? Hab's gesehen, Max? Ja, oh mein Gott. Also, ich hab's auf der Minimap gesehen. Unten voll abgechoked. Ah, so clean. Also, ich bin wirklich. Ich geh striffen wieder am Rand. Ich bin dreimal auf dem roten Rand gedotzt und hab's immer wieder noch gerade ausgeschaltet. Ah, russig. Mach dir da Kakerlake. Bro, das Ding ist, ich hab das war nicht mal absichtlich. Ich hab gerade gebabelt und bin genauso im Stecken geblieben, als ich gelandet bin.
Nun dachte ich so, geil. Einfach nur gut gelandet, Digga. Es geht weiter. Um nein. Gottes Willen. Krankenwagen oder so? Um Gottes Willen. Krankenwagen ich bin beim letzten raus! Ja, ich auch. Bro, es ist ein Monster-Truck. Monster-Truck! Nein, Bro, ich hab so gechoked, Digga. Wie kann man nur so choken? Monster-Truck ist aber echt nicht geil. Ne, Bro, der kommt nicht in Beyblade. Digga. Ja, die waren ja. Richtig. Aber schön sabotieren. Bro, guck mal, ihr könnt mich selbst mit dem kleinen Auto sabotieren. Monster-Truck ist echt Müll, ey. Bro, und das Ding. Oh mein Gott, der dobst so rum. Oh mein Gott, ja Gott, okay. Leute, das war's. Wir sehen uns gleich wieder alle auf der gleichen Position. Oh mein Gott! Geil. Unkontrollierbar, oder was? Bro, der ist... Also, das ist eine Rennattacke geekelhaft, ne? Der ist unkontrollierbar. Nein, Bro, ich hasse dieses Auto gerade. Ich hab so Pech damit, Digga. Bro, bei Monster Trucks gefühlt jedes Mal, wenn du wieder aufkommst, musst du bounce der dich komplett irgendwo hin. Bro, das Auto, ich war jetzt schon zweimal an der Zieldinger und fliegt zweimal an der Ziellinie runter, Digga. Das nervt mich so sehr. Unglaublich. Nein. Nein. Nein! Schon wieder so klar! Boah, ich hab's. Concentration. Concentration, Leute. Concentration. Oh Mann, Leute. Ey, diese Rampe ist voll schwer, ne? Ich finde die auch schwer. Ey, du kannst halt hier keinen Flow aufbauen, weil sich das die ganze Zeit ändert, so die Struktur. Bro, ich werde wieder rausfliegen, ich werde wieder rausfliegen. Tschüss, Rustik. Nein, nein, werde ich nicht. Diesmal werde ich diesen Beyblade aufbauen. Hat's geschafft sogar. Ja, ich Beyblade immer noch. Digga, ich Beyblade immer noch. Reicht doch jetzt. Digga, bitte. Komm. Reicht. Nein, Rustik, nein. Oh mein Gott, verzieh dich von mir. Oh mein Gott. Ey, das war so knapp. Das war so knapp. Das war so ekelhaft. Ich hab's gesehen und dachte nur. Oh mein Gott. Digga, ich hab mich sogar. Er hat mich sogar noch berührt. Ganz unten. Tausendmal ist nichts passiert. Es tut mir leid an mir. Ich hasse dich, Mann! Was? Ey, Alter! Holy! Was Digga, hat er gemacht? Boah, ganz unten. Digga, nein. Ey, was ist heute mit Max los? Ey, ihr habt ihn noch nie so aggressiv gesehen. Bro. Ich sag dir ehrlich, der ist echt viel zu aggressiv. Was hat er? Was ist denn das für... LOL! RC-Car? Man hat ein kleines RC-Car. Boah, das kann ich gar nicht einschätzen. Weiß ich gar nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Ja, aber sabotieren... Ich weiß halt eins, ich hasse dich, Max. Das ist einfach alles. Also sabotieren könnte ich mich damit nicht. LOL. Einfach ein kleines Mini-Auto. Oh, aber es ist von der Sicht her sehr schlecht. Man sieht so, man kann nicht so von oben drauf gucken. Und das ist schon sehr bouncy, das Auto. Können die mich eigentlich damit totfahren mit dem Ding? Keine Ahnung, Bro. Ich glaube nicht. Ich hoffe. Amir komplett hasst. Warte, ist das das letzte Auto? Nee, nein. Oder hör doch einfach auf zu bouncen. Hör doch einfach auf zu bouncen, Digga. Noch ein Grund, warum das RC-Auto scheiße ist, man bleibt in den Brötchenritzen. In den Brötchenritzen stecken. Max ist heute so aggressiv, da kann ich was mehr reden. Er will doch also Hass raushauen. Digga, also ich sag dir Max, ehrlich, was passiert? Hast du eine VW-Ge Limo zu Hause leer oder ich was? Glaube, ja. Dafür, der Vorteil ist, es ist auch sehr schwer rauszufliegen aus der Rampe, weil... Ja, ja, man kann, also ich bounce schon übelst rum und passiert eigentlich nichts. Ja, was soll auch passieren? Tausendmal ist nichts passiert. Nichts passiert. Also wenn du es schaffst, mich damit zu sabotieren, bist du King. Russik. Ja. Echt? Also, was hast du gut hier an mir vorbei? Das war ich. Das ist unmöglich. Also, wenn man dich perfekt mit der Spitze des Jets trifft, so, weißt du? So aufspielst. Das ist ja unnormal cool, weißt du? So perfekt. Oder du bist gerade so, du machst so einen kleinen Aufsetzer, so kleiner Jumper und dann pam gegen Flügel weg. Digga, ich bin jetzt erstmal diesen einen Sportwagen, den ihr so gehasst habt gerade. Ich hab ihn nicht. Den Rucksack so gehasst hat. Konntest du mit dem kein Gas geben, ne? Ja. Hey, ich hab ihn erwischt! No nein. Way, er hat mich hochgebaut. Ja! Nur hoch. Ah, schade. Ja, Bro, ich glaub, ich flieg raus. Oh mein Gott, ich hab mich gefangen. Oh mein Gott, dass ich dich getroffen hab. Krass, geisteskrank. Ich hab's nicht gedacht, geisteskrank. Bro, ich hab dich einfach Russig. Getroffen. Chat-Sniper, Digga. Bro, ich hab dich einfach... Ey, Bro, das Yo, was ist das denn? Die Brötchen haben ja mein Auto komplett wegkatapultiert. Ja, ich hasse das. Obwohl ich perfekt gefahren bin. Alle anderen Autos sind so drüber gerollt. Ey, hätte ich jetzt Max da rausgekickt. Boah, oh das wäre crazy. Ja, ja. So, wie sieht's bei euch aus, Leute? Bist du,
Ich glaube, letztes Auto kommt bei mir jetzt. Nein. Tausendmal ist nichts passiert. Du musst alles machen, was du in deiner Kraft hast. Oh, Russek hat auch RC-K, ne? Ja. Ey, Russek ist nur ein Auto hinter mir. Ja, ich weiß, ich muss, dass Russek gewinnt. Ich will, dass Russek gewinnt. Ja, ja. Oh. Nein, ich flieg raus. Was? Hey, lass nicht drüber reden. Er ist wahrscheinlich irgendwo gegen geknallt. Ja, lass nicht drüber reden. Er hat nicht drauf geachtet. Er hat wahrscheinlich irgendwas angeguckt. Das waren wichtige paar Sekunden schon. Ja, wieder. Das sind wichtige Sekunden, das stimmt. Ich sag dir ehrlich, jetzt sollen Armin das runter. Wichtig und richtige Sekunden. Ja, Bro, das Auto hat sich auch gebrochen. Also, versuch mein Bestes. Ja, deswegen hoffe ich einfach, dass du es schaffst. Okay, Leute, jetzt keine Fehler mehr. Oh nein, ich glaube, Max ist schon am Ende. Hä, warte mal, ist das jetzt hier das Ende? Ja, Max ist schon am Ende, ist vorbei. Hä, aber Bro, warte mal, ich sehe jetzt hier so komische rote Punkte auf der Map. Hä? Ja, dann musst du durch. Bist du zu Fuß? Hast du ein Auto? Hast du ein Flugzeug? Nee, hast du so ein Auto? Man ist immer noch im Flugzeug, war nicht Trema? Hä, was ist das? Nein. Alter, ist das hier das Ende? Ja, nein. Digga, ist vorbei. Digga, 1000 Euro für den Jungen, Alter, kriegt er von mir jetzt. Woo, ey, am Ende fliegt mein Jumbo-Chat. Guck mal. Warte mal, seht ihr mich? Seht ihr mich auf der Karte? Ja. Alter. Ja, Glückwunsch, Max. Check, 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 check. Vielen Dank in den Vertrauen in iChronics Airlines. Wir beginnen den Landeanflug. Bleiben Sie bitte so lange angeschnallt, solange die Anschnallzeichen leuchten. Ihr Kapitän iChronics bedankt sich für Ihr Vertrauen. Jetzt alle liken und abonnieren. Let's go! Digga, das wäre geil, Digga. So ein Jetrang wäre geil. Ja, komm. Let's go! Ja.